Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Challenge. Dies ist Teil 145. So, der Finn ist immer noch da und hat jetzt gerade mit dem Nico Schach gespielt. Das fand ich ganz schön. Ah, und was hat der? Oh, und Nico räumt von selber den Müll weg. Das ist gut. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir mit dem Harvey machen können. Der spielt... Mal gucken, ja. Das können wir ihm ja eigentlich auch mal gönnen, aber... Oh, die Empathie steigt wirklich langsam, langsam. Und Konfliktlösung ist so schwierig. Ich guck mal, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Geheimhandschlag. Lass uns mal kurz in Ruhe, Jackson. Ach, zack. Sorry. Freundlich. Familienrat geben. Ich probiere mal, ob das irgendwas bringt. Denn noch ist er in der Konfliktlösung ja weiter als in der Empathie. Jetzt kommt man natürlich völlig durcheinander, weil auch noch die ganzen Enkel da sind. Doch, wie süß, wie süß. Na, das gefällt mir ja gut. So viele Kinder, hey. Mein lieber Scholli. So. Wo steckt denn der Harvey eigentlich? Ach da. Er spielt Schach mit seinem Bruder. Hey, du solltest deinem großen Bruder einen Familienrat geben, wenn der noch da ist. Oder ist er geflüchtet angesichts der ganzen vielen Kinder? Oh, Jenny, du musst was reparieren. So. Ja, das wird ja richtig unübersichtlich hier. Der ist anscheinend weg, der Finn. Mal gucken, ob da eine Meldung war. Ich muss los. Ja, okay. Oh, Jenny, bist hier leider noch nicht fertig. Jetzt musst du hier mal Teile plündern. Und vielleicht kann der Harvey jemand anders ja irgendwie einen Rat geben oder sowas. Ja, mach doch hier mal mit dem Sebastian. Was kann man denn da machen? Liebevoll umarmen. Ich probiere einfach mal, ob das irgendwie was verändert. Ah. Aha, die gehen jetzt raus. Ah ja, weil er ja eigentlich zum Müll wollte. Gut. Naja, es hat ihm was mit der Sozialfähigkeit gebracht, aber nicht mit seinen Charakterwerten. Ja, irgendwie solche Veräppelungen wollen wir nicht machen. Gibt es da Aktionen? Das gleiche wie immer. Nichts Neues weiter. Kennenlernen, noch Tagfragen. Das müssten eigentlich wohl eher neue Sachen sein. Nö. Okay, also macht ihr einfach mal weiter. Ich suche mal noch Möglichkeiten, wie der Harvey seine Charakterwerte verbessern kann. Vielleicht kann er der Jenny irgendwie was beim Gartenarbeiten helfen. Das wäre doch was Tolles. Jenny, renn mal nicht weg. Ich will mal gucken, ob er mit der Jenny irgendwas machen kann. Beste Freunde werden? Nee. Liebevoll umarmen, das hat ja jetzt nichts gebracht.
Nö, die hat, glaube ich, auch gar keine schlechten Beziehungen, die man kitten könnte oder so. Och, mein armer Harvey. Er musste wieder. Gehst du erstmal aufs Klo. Und dann spielst du nochmal mit der Puppe. So. Ob das vielleicht Charakterwerte sind, die man besser erst in der Teenie-Zeit hinkriegt? Tja, keine Ahnung. Ich denke mal, ich lasse ihn auf jeden Fall zum Teenie werden, sobald er seine Note 1 hat. Denn dann kann er ja noch weiterarbeiten an seinen Charakterwerten. Und hier ist echt ein unübersichtlicher Trubel. Jenny, die hat sich jetzt hingelegt. Kümmer du dich einfach mal um deinen Garten. So, Garten pflegen und alles ernten. Muss man hier noch mal weiterentwickeln? Nein. So. Ha, keine Pflanze benötigt Pflege. Das ist gut. Und ich denke mal, ich stoppe diese Versammlung auch gleich mal. Aber es ist niedlich, die hier alle zu sehen. Und wie schön sie immer Hausaufgaben machen und Puppen spielen und so. Die ganzen süßen Enkel. Das ist wo Anissa, genau. Die jüngste von Alina. Und hier, das ist jetzt eine von unseren, das ist Winter, genau, die Großgewordene. Ah ja, Winter, wie sieht's denn bei dir aus? Die hat alles geschafft, was sie schaffen müsste. Prima. Ich glaube, Sebastian auch. Nee, der Sebastian hat nicht im Vampirbuch gelesen. Ach, sowas aber auch. Lesen. Oh, wo ist es? Da ist es. Hier, lest das mal. Und ich stopp mal die Versammlung, damit es hier wieder etwas ruhiger wird. Tschüss, ihr Enkel. War schön, dass ihr da wart. Aha. Wir haben viele Gruppenpunkte und dann kann man gegebenenfalls noch mal einen Platz nachkaufen. So, die Kleinkinder sind schon im Bett und machen in die Hose. Das sehe ich aber gar nicht gerne. Aber ist in Ordnung. Harvey kämpft mit dem Doktorspiel. Und er müsste auch mal was essen. So. Ja, soll er doch mal hier. Ach, das ist verdorben. Gut. Dann sollst du das nicht essen. Dann iss doch mal Forelle Müllerin. Und das Hähnchen schmeiß ich mal weg. Und ich denke mal, ich lasse die Jenny mal noch was nachkaufen. Essen servieren. Nehmen wir mal wieder frittiertes Gemüse und noch ein Hähnchen. Damit auch echt genug da ist im Kühlschrank. So, noch ein Hähnchen. Und? Jawohl, sehr schön. Und dann gucke ich auch gleich mal, wie müde sie ist. Sie muss ja auch noch Elternzeit beantragen. Aber ich glaube, sie kann noch gar nicht. Mal gucken hier. Nee, kann sie nicht. Weil sie erst wann im dritten Trimester ist. In 4 Stunden. Okay. Ja, in 4 Stunden muss ich dann dran denken, dass sie
sich mal wieder einen freien Tag nimmt. In der Zwischenzeit kann ich hier verkaufen. So, ich denke mal, das muss für heute reichen. So, gucken wir mal. HW ist gerade, jawohl, das ist sehr schön. Und Sebastian liest im schlauen Buch und hat Level 3. Gut, dann kannst du aufhören, kannst ins Bett gehen. Auch war sonst noch was? Nö. Und Winter ist schon im Bett. Und Nico auch. Der ist gleich wieder wach. Dann schicke ich den erstmal zum Duschen. So. Und ja, und sehr gut. Dann kannst du danach dich wieder hinlegen. Und der Harvey schleppt sich gerade ins Bett. Ah, das ist in Ordnung. Der ist so müde. So. Dann räume ich das Buch mal wieder weg. Es hat mal wieder seine Dienste erfüllt. Ist es da angekommen? Oder steckt es jetzt in der Wand? Nö, scheint geklappt zu haben. Aber lieber mal gucken. Eins ist da. Er hat eins einstecken. So, dann sind es wieder zwei. Es waren mal drei. Da könnte ich ja mal die Kids einfach durchgucken, ob noch einer eins einstecken hat. Nö. Gut. Ja, jetzt muss nur noch der Nico ins Bett und dann saust uns... Ah, stopp! Dann kann die Jenny gleich mal ihre Elternzeit beantragen. So, ups. In 3 Stunden. Na gut, dann müssen wir jetzt noch warten. Ah, es geht jetzt sowieso auch nicht so schnell, weil der Diego noch da ist. Aber so geht es halbwegs. Wie schnell er tanzt. Okay, ah, die müssen dann alle morgen in die Schule. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich wenigstens die größeren Kleinkinder zu Schulkindern gekriegt habe. Weil, ja, dann sind wir eine Stufe weiter. Die sind dann vielleicht auch schon am Mittwoch, Donnerstag soweit. Das heißt, dann gibt es den reinsten Exodus. Irgendwie Mitte, 45 Minuten, Mitte nächster Woche oder so. Ja, und dann kann Jenny wieder schwanger werden. Aha, Norman lädt zu einer Party ein. Und Lola ist wach, weil sie ausgeschlafen ist und hungrig. Na, dann holen wir ihr doch mal was zu essen. Was haben wir da? Frittiertes Gemüse, das ist ganz neu. Dann nehmen wir lieber Forelle Müllerin. So, nimm dir mal Forelle Müllerin. Ach, wie süß der Papa sie umarmt. So. Ah, jetzt gleich kann sie in Elternzeit gehen. Sehr gut. Also, in Elternzeit gehen. Dann bin ich auch gespannt, wie lange ich das noch mache. Es klappt ja eigentlich ganz gut. Aber es ist immer so ein bisschen nervig, an die Elternzeit zu denken und so. Gut, du stehst auch mal auf und nimmst dir ein kleines Nachtmahl. Und zum Überleben brauchen sie das ja nicht, diesen Job von Jenny. Mit den Pflanzen verdienen sie ganz passabel. Jenny, wie sieht es bei dir aus? Du könntest eigentlich mal wieder ein Bild malen. So. Und dann kannst du dich nochmal hinlegen. Matthias ist noch sehr entsetzt, weil er hungrig ist. Gut.
Ja, jetzt hat er was. Dann kann ich das im Kühlschrank schieben. Aha, und Nico ist ausgeschlafen und hungrig. Ja, das war abzusehen. Den werde ich dann aber noch mal ins Bett schicken, weil es ist ja mitten in der Nacht. Gut, und die anderen schlafen, wie sich das gehört. Ja. Wie schnell die jetzt ausgeschlafen sind mit den Betten, das ist schon ziemlich praktisch. Warte mal hier, Lola, Lola. Nein, komm her, komm her. Hier hingehen. Geh du mal lieber aufs Töpfchen und frag mal deinen Papa, ob er dir dabei hilft. Dann geht das schneller. So. Ja, die ist schon weit, hey. Aber mit Kommunikation hat es nicht so. Na, das kriegen wir auch noch hin. Aber die anderen Level, die sind ja, die oberen drei sind schon alle auf drei. Und der Matthias ist viel kommunikativer, aber hat's dafür mit den anderen Sachen nicht so. Die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. So, Matthias, setz dich einfach mal von selbst aufs Töpfchen. So. Gut. Und Nico. Du könntest einfach mal aufs Klo gehen. Und dann, welches war sein Bett? Ich glaube, dieses. Ja. Dann legst du dich noch mal eine Runde hin. Und die Jenny. Malerei, Fähigkeit wollte ich wissen, genau. Er hat auch Level 10. Ich denke mal, dann kann die schon ordentlich Geld auch zusätzlich mit Malerei verdienen. Und irgendwann lasse ich sie auch mal das Bestreben fertig machen. Das dürfte sie dann auch mit links abwickeln. Ein Meisterwerk. Ja, dann verkauft das doch mal für 3000 Simoleons. Und ja, okay. Und dann könntest du eigentlich mal kurz duschen gehen und dich dann ein bisschen ins Bett legen. So. Okay. Wie spät ist es? 4:20 Uhr. Ja. Wie süß, die hier das Töpfchen gehen lernen. Ja, so ist er, Anzahl. Genau. Sehr, sehr gut. Ja, ich denke, ich mache mal einen Cut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.